Antwort. Ja, ich freue mich jetzt sehr, begrüßen zu dürfen bei Vorarlberg Live den Universitätsprofessor an der Uni Innsbruck, Leiter Executive und MBA-Programm, Bestseller-Autor und Extremsportler, Professor Dr. Matzler. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Schönen Abend, danke für die Einladung. Ja, ich habe es gerade gesagt, Universitätsprofessor für strategische Unternehmensführung, und das ist auch mit der Grund, warum Sie heute Abend im Competence Center in Rheintal im Millennium Park zu Gast sind. Da gibt es die sogenannte Innovation Night, das 51. Mal, wo Sie eben auch zu dieser Thematik referieren. Bevor wir jetzt ein bisschen darauf eingehen, was Sie denn so beruflich machen, was die Zuseher und Zuhörer sich da auch erwarten können, lassen wir uns kurz noch Sie als Person ein bisschen näher beleuchten. Ist ja ganz spannend, nicht nur in der Unternehmensberatung bzw. Unternehmensführung tätig, sondern auch ganz sportlich, ich habe es gesagt, Extremsportler. Mittlerweile, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, 5-mal schon beim Race Across America unterwegs gewesen, einmal sogar solo, die anderen Male im Team. Da muss ich jetzt als ja, sehr sporadischer Radfahrer mal nachfragen, wie kommt man denn auf die Idee, so, sich dies anzutun, quer durch die ganze USA zu radeln, wo man ja weiß, das ist auch mit sehr vielen Entbehrungen, Schlafentzug und verbunden. Was waren da der Auslöser, dass Sie zum Radfahren gefunden haben und sich eben auch entschieden haben, das ja vielleicht auf eine andere Stufe zu heben? Das habe ich mich selbst oft genug gefragt während des Rennens. man wächst da langsam rein. Das ist ja wirklich ein extremes Rennen mit 5000 Kilometern. Man hat maximal 12 Tage Zeit und da muss man sich langsam hintasten, langsam steigern, bis man sich das Ganze zutraut. Bei uns kam ja auch noch ein Charity-Projekt dazu. Wir haben Spenden gesammelt zur Ausrottung der Kinderlähmung. Was kann man denn auch fürs Arbeitsleben mitnehmen, wenn man solche Extremerfahrungen macht? Also es ist natürlich auch in der Arbeitswelt, es wird immer schneller, es werden die Herausforderungen immer größer, nicht zuletzt auch aufgrund der Krisen, die wir die letzten Jahre auch erlebt haben. Das heißt, es ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit, egal in welchem Bereich der Wirtschaft man tätig ist. Aber kann man das irgendwie vergleichen? Kann man da was mitnehmen? Wie kann einem das auch weiterhelfen, dass man eben auch auf dem sportlichen Bereich übers Limit hinausgeht? Da kann man sehr viel lernen. Ich denke, eines der wichtigsten Themen ist gerade bei so extremen Projekten, ist, man muss wirklich wissen, warum man das macht. In der Managementsprache würde man heute sagen, the purpose, know the why. Weil wenn es richtig hart wird, dann muss man wirklich einen guten Grund haben, warum man das macht, und dann ist es erträglich. Das ist das eine. Das zweite ist, es braucht eine klare Strategie. Das sind unglaubliche Strapazen. Man muss mit allen möglichen Problemen rechnen, Wetter beispielsweise, Schmerzen, Schlafprobleme und so weiter. Und es braucht wirklich gute Planung und Strategie und Disziplin in der Vorbereitung, Disziplin in der Umsetzung. Und ich denke, das vierte war, was für mich ganz, ganz wesentlich war als Lektion, das richtige Team. Die meisten Unternehmen suchen sich die Mitarbeiter aus nach den Qualifikationen. Ist zwar wichtig, aber ich glaube, dass die Fähigkeit von Menschen, mit anderen arbeiten zu können, deren Einstellungen mindestens gleich wichtig sind. Und da muss man ein Team zusammensetzen, das sich mit dem Ziel identifiziert. Und da muss man Menschen haben, die auch wirklich gut miteinander können. Sonst scheitert sowas nach 3-4 Tagen.